Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Sascha und im heutigen Video geht es darum, Software-Update 2024.14.8. Alles beim Alten, alles bloß Show? Fragezeichen. In meinem letzten Video kam mein Kompostbeutel wieder zum Einsatz und zum ersten Mal innerhalb eines Jahres wurde dieser vom Auto erkannt. Und die Frage ist, funktionierte das Ganze nur, weil wir genügend Abstand zum Objekt hatten? Wir haben ja vorne keine Frontkamera, sondern nur die Kamera hier oben unterm Dach quasi, vorne an der Windschutzscheibe. Und natürlich, je weiter das Auto weg ist, desto besser ist der Winkel fürs Auto, das Ganze erkennen zu können über diese obere Kamera. Und die Frage ist, was ist mit kürzeren Abständen? Hat sich da überhaupt verändert? Denn im ersten Test, in meinem letzten Video, hat das Auto eben nicht diesen Kompostbeutel erkennen können. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht das Ganze aus beim Einpacken mit Fahrzeugen vorne und hinten. Das war ein Wunsch aus der Community. Wie sieht es mit Autos aus? Und das testen wir jetzt nochmal. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wir haben ja hier nach wie vor keine Sensoren, wir wissen das ja, und alles sieht eigentlich aus wie vorher auch, vor diesem Software-Update. Und jetzt fahren wir mal hier kurz mal raus und dann haben wir erst einmal nicht viel Abstand zum Objekt. Wir testen es nochmal mit meinem Kompostbeutel. Hier vorne steht er natürlich wieder. So, und ich hatte das Ganze in meinen Tests bisher immer so. Also Abstand zum Auto ist relativ gering. Der Abstand zur Mauer ist relativ viel. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an, ob das immer noch so ist, dass das Auto diesen Beutel mit kurzem Abstand nicht erkennen kann. So, wir haben knapp 2 Meter Abstand. Also weniger wie letztes Mal bei meinem letzten Test, in meinem letzten Video. Und wir fahren jetzt da mal vor. Und das Auto erkennt hier was. Also meiner Ansicht nach ist es eine Verbesserung. Ich hatte das jetzt bei mir hier noch nie so in der Art. Ich habe das vor einem Jahr mehrfach getestet. Er konnte kurze Distanzen nie erkennen. Schaut her, erkennt hier auch die Erhöhung von dem Beutel, erkennt auch die Umrisse. So nah sind wir jetzt davor. Und jetzt fahren wir mal noch ein Stück näher. Stopp, sagt er jetzt. Und jetzt haben wir ganz klar gesehen, der Abstand ist kurz. Wir haben optimale Lichtverhältnisse draußen und jetzt gehen wir mal kurz raus. Ja, das scheint mir wirklich besser geworden zu sein. Schaut euch diesen Abstand an, das spiegelt eigentlich genau das wider, was wir am Display sehen. Das sind, würde ich mal sagen, maximal 40 cm vielleicht, 50 cm, naja, so viel werden es gar nicht sein. Also das sieht sehr, sehr gut aus. So, wir suchen uns jetzt mal schnell einen Parkplatz, wo ich hoffe, dass wir vorne ein Auto haben, hinten ein Auto haben dann. Okay, das können wir eigentlich auch nutzen. Gut, da ist jetzt Dreck. Wir können einmal schnell so eine... Na gut, fahren wir mal noch ein Stück weiter. So eine Parkinsel mit vorne am Baum, hinten am Baum, da hat er eigentlich auch immer Probleme. Na, lasst uns mal sowas testen. Wir testen jetzt mal sowas. Mal den Blinker raus. Rückwärtsgang rein. Wir haben jetzt hinten
eine Begrenzung und natürlich haben wir hinten eine Kamera. Er sagt jetzt Stopp. Dann legen wir mal den Vorwärtsgang ein, dass wir das mal so hier im Ganzen sehen. Also er kennt hier hinten den Baum. Und vorne erkennt er auch den Baum. Das hat man auch schon mal getestet. Und jetzt schauen wir mal, was erkennt er hier. Er sagt jetzt Stopp. Ich bin jetzt einmal extra ein bisschen weiter gefahren. Ja, er erkennt den Baum. Das schaut nicht schlecht aus. So, jetzt fahren wir mal hier wieder raus. Und schauen wir mal, ob wir noch irgendwo das Ganze mit einem Auto testen können. Rechts neben mir ist ein Anhänger. Und wir haben jetzt hier eine Parklücke und da fahren wir jetzt mal rein. Hinter mir wieder eine Abgrenzung. So, und jetzt fahren wir mal nach vorne. So, ich bin jetzt schon ziemlich nahe an diesem Anhänger. Also erstmal ist der Anhänger nicht so lang, wie er hier dargestellt wird. Aber er erkennt das Ganze natürlich. Obwohl es jetzt nicht maßstabsgetreu wirklich ist. Schaut euch diesen Abstand hier an, Leute. Und jetzt schauen wir mal schnell raus. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Perfekter Abstand. Das sieht gut aus, Leute. Jetzt schauen wir uns das nochmal im Auto an. Drive Mode rein. Jetzt schauen wir uns das nochmal hier an. Ja, es macht schon einen guten Eindruck. Hinten hier in dieser Parklücke wieder einen Baum und einen Pfosten. Wir stoppen, schauen uns das Ganze mal an, P rein, Drive rein, Fullscreen und jetzt schauen wir uns das mal hier an. Den Pfosten links kann ich jetzt nicht sehen. Er erkennt zwar rot, also er zeigt rot an, dass hier Begrenzung ist. Aber den Pfosten kann ich jetzt hier so nicht sehen. Und der ist definitiv da. Ihr seht es hier, hier ist links ein Pfosten. Der ist nicht da, aber er kennt die flache Bordsteinkante auf jeden Fall. Und so sieht es aus. Test beendet. Ich hatte das Ganze, wie gesagt, schon öfter getestet. In dieser Form, in dieser Art und Weise. Und für meine Begriffe hat sich das Ganze wirklich verbessert, ist mein Eindruck jetzt. Ob es perfekt ist für euch da draußen, das könnt ihr selber entscheiden. Wir fahren jetzt nochmal schnell in die Einfahrt rein, denn da steht ja nach wie vor mein Komposthaufen. Wir fahren um die Kurve rum und schauen uns nochmal an, ist er zu erkennen, ja oder nein. So, wir biegen jetzt in die Einfahrt ein. So, das Auto sieht den Beutel nicht um die Kurve rum. Wir fahren in die Garage, fahren direkt auf den Beutel zu. Wir sind auch direkt vor dem Beutel, Leute, und er erkennt ihn. Und das habe ich noch nie geschafft. Wirklich. Wir sind jetzt gerade um die Kurve geschossen. Es gab keine Möglichkeit, irgendwie für das Auto das Ganze schon vorher irgendwie zu analysieren, zu betrachten. Und er kennt diesen Beutel. Wir steigen aus. Schauen uns das an. Und es ist tatsächlich so. Das waren jetzt meine abschließenden Tests hier. Und das Ganze funktioniert wirklich besser. Schaut euch das Ganze an. Testet es selber mal zu Hause, wenn ihr schon einen Tesla fahrt. Also ich habe, wie gesagt, das schon mehrfach gemacht. Schaut euch meine Videos an. Ganz zu Beginn, als ich den Kanal hier gestartet habe, war das eins meiner ersten Themen.
Und da hat das Ganze in dieser Art nicht funktioniert. Ich bin jetzt wirklich begeistert. Das Auto erkennt definitiv mehr wie vorher. Bis zu einem nächsten Video. Kanal abonnieren nicht vergessen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Servus.